Hi und herzlich willkommen heute zu meiner Enthüllung, die ich euch 5 Monate lang vorenthalten habe. Aus gutem Grund, und wer den Titel gelesen hat, der weiß es schon. Meine Newsletter-Leser wissen es schon, meine Raus aus der Lustfalle Kursteilnehmer wissen es auch schon. Und jetzt seid ihr als letztes dran, weil ich es jetzt endlich sagen kann. Ich bin schwanger. Wie gesagt, im 5. Monat bereits. Ersten 3 Monate wollte ich nichts sagen, weil da ja immer noch so viel schief gehen kann. Das habe ich vor 5 Jahren erstmals falsch gemacht. Erstmals und letztmals. Sagt niemals irgendjemandem, dass ihr schwanger seid, bevor ihr die 12. Woche hinter euch habt. Außer ihr müsst euch permanent übergeben und die Leute wundern sich. Und danach musste ich natürlich noch irgendwie zusehen, dass ich meinen Arbeitsvertrag unterschreibe. Denn erst wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, bin ich unkündbar und habe Anrecht auf Elterngeld, beziehungsweise nein, eigentlich nicht Elterngeld, Mutterschutzgeld. Und natürlich berechnet sich mein Elterngeld dann auch wieder daran, wie viel ich halt in den 12 Monaten vorher verdient habe. Und wenn ich auf meinem Arsch sitze vom Januar bis zur Entbindung, was Mitte Juni sein soll, dann ist das wesentlich weniger. Und erfahrungsgemäß, wenn ich irgendwas auf YouTube erzähle, tratscht das irgendwer, der es gesehen hat, weiter. Und das durfte dieses Mal nicht passieren. Jetzt sind meine Arbeitsverträge unterschrieben. Jetzt kann ich es öffentlich sagen. Ich bin schwanger in der 21. Woche. Und es ist ein verdammt komisches Gefühl für mich, Sachen so lange geheim zu halten. Normalerweise erfahre ich irgendwas oder will irgendwas teilen und dann sprudelt es aus mir raus. Und jetzt ist das Excitement bei mir irgendwie schon gar nicht mehr so groß. Also es ist alles old news, dass ich schwanger bin. Für die Leute, die meine Geschichte nicht kennen, die meisten, viele haben es, nehme ich an, gesehen, weil dieses Video von meiner Fehlgeburt, die ich vor 5 Jahren hatte, in der 8. Woche sehr gerne vorgeschlagen wird. Wenn man irgendwie auf meinen Kanal klickt, weil sich wahnsinnig viele Frauen für das Thema Fehlgeburt interessieren, weil wahnsinnig viele Frauen Fehlgeburten haben. Denn 25% aller Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Wie gesagt, vor der 12. Woche, und bei mir war das bei meiner ersten Schwangerschaft, die ich hatte, als ich 40 war, auch so. Ich habe seitdem keinen einzigen Zyklus ausgelassen zum Schwangerwerden und dennoch hat nichts geklappt. Nichts. Keine Nahrungsergänzungsmittel, unterschiedlichste Positionen, Kerze machen danach, nichts hat geklappt. Ich schiebe das darauf, dass ich nie die Pille genommen habe. Sprich, alle meine Eisprünge haben regelrecht stattgefunden, außer ich habe mal 3 Monate lang als Teenager, als ich 15 oder 16 war oder so, die Pille genommen, weil meine Mutter der Meinung war, das hilft gegen Pickel. Zumindest hat sie mir das gesagt. Vielleicht hat sie sich aber auch gedacht, dass das hilft gegen nicht schwanger werden. Also, nein, hilft gegen schwanger werden, so, falls ich Dummheiten mache oder so. Naja, es hat gegen Pickel nicht geholfen und deswegen, und ich fand es halt auch doof beim Frauenarzt, als ich 15 war. Und ich hatte auch keinen Partner oder so. Und deswegen habe ich sie dann halt nicht mehr genommen. Das bedeutet, jeder meiner Eisprünge hat regulär stattgefunden. Das bedeutet, mit über 40 hatte ich dann kaum noch Eier. So, nichtsdestotrotz kann es grundsätzlich immer noch passieren, dass man schwanger wird, auch mit über 40, auch wenn die Wahrscheinlichkeit verdammt gering ist. Wirklich verdammt gering. Und so war mein Plan die ganze Zeit. Okay, ich probiere das, bis ich 45 bin, auf natürlichem Weg. Und wenn das dann nicht geklappt hat, dann mache ich eine Eizellspende irgendwo im Ausland. Das geht in unterschiedlichen ausländischen Ländern. In Deutschland ist das verboten. Zum Beispiel geht es in Dänemark, es geht in Tschechien, es geht in Ungarn, es geht in Zypern, es geht in Spanien. Und je nach Land und wirtschaftlicher Tätigkeit ist es unterschiedlich teuer. Und natürlich muss man sich auch überlegen, wo man in Deutschland lebt. Also jemand, der irgendwie im Osten Deutschlands lebt, der ist natürlich näher in Prag als in Dänemark oder so. Nichtsdestotrotz, das Ganze lief dann so, dass ich noch keine 45 war. Aber der Mann, der so nett ist, mir ein Kind zu machen, dann Anfang letzten Jahres ankam und sagte, hör mal Silke, ich krieg einen Bonus auf der Arbeit. Willst du nicht, dass wir eine Kinderwunschklinik aufsuchen, sodass wir halt dann irgendwie eine künstliche Befruchtung machen? Auch wenn ich gesagt habe, es ist super nett von dir, wahnsinnig gerne, aber meine Eier sind dafür viel zu alt, falls ich überhaupt noch welche habe. Also mein AMH war auch schon vor 3 Jahren bei unter 1, also wirklich, es war schlecht, einfach
sehr, sehr schlecht, sodass man, wenn man eine künstliche Befruchtung macht, also ein IVF, da muss man ja, keine Ahnung, am besten so 10 Eier ernten, indem man die Frau dann eben stimuliert. Und wenn da sowieso kaum Eizellreserve ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was Gutes rauskommt, halt unglaublich gering. Und ich wollte einfach kein Geld aus dem Fenster werfen. Also rein medizinisch ist es so, dass man bei der Frau in meinem Alter wahrscheinlich das Geld aus dem Fenster wirft, wenn man da eine künstliche Befruchtung macht. Und das wäre natürlich dann in Deutschland gegangen. Auf meine eigenen Kosten auch, wäre wesentlich teurer gewesen als zu dem, wozu ich später komme und wahrscheinlich jetzt überhaupt gar nichts gebracht. Also habe ich dem Mann gesagt, wahnsinnig gerne, aber nicht mit meinen Eiern, ich bin bereit, mit dir eine Eizellspende zu machen in Prag. Dann, denn ich habe mich natürlich die letzten 5 Jahre für den Fall der schlimmsten Fälle, dass ich es nicht mehr auf natürlichem Weg schaffe, damit auseinandergesetzt, wo das denn geht, wie das denn geht, was das so kostet und so weiter und so fort. Und so bin ich dann Gott sei Dank mit dem Mann einig geworden, dass er eine Hälfte zahlt und ich die andere Hälfte zahle. Und wir haben Kontakt aufgenommen zu einer Kinderwunschklinik in Prag. Pronatal heißen die, kann ich sehr empfehlen, falls da jemand mehr darüber wissen will oder so. Und die haben dann alle Untersuchungen von uns haben wollen. Das war dann in meinem Fall ein Pap-Abstrich und ein Ultraschall von der Gebärmutter, um zu gucken, ob da irgendwie Zysten, Myome oder sonst was sind, ob da alles gesund ist halt. Und von dem Mann ein Spermiogramm. Und nachdem das alles in Ordnung war, ist dann der Mann, ich will immer sagen, mein Mann oder mein Partner, nee, wir sind halt kein Paar, ist dann der Mann irgendwie nach Prag gefahren. Hat sein Sperma da abgegeben, da war alles in Ordnung und die haben das dann eben eingefroren. Ursprünglich war der Plan ein bisschen anders, dass er dann kommt, wenn auch die Spenderin punktiert wird, aber das war dann wegen Corona alles durcheinander. Schlussendlich lief es darauf hinaus, dass wir halt eine Anzahlung gemacht haben, er da hingefahren ist, sie seine Spermien konserviert haben, sie eine Spenderin gesucht haben, die mir ähnlich sieht und ist. Also ich konnte Wünsche äußern dazu, wie ich die Spenderin gerne hätte. Sie ist ungefähr so groß wie ich, sie hat dieselbe Blutgruppe wie ich, sie interessiert sich für Sport und Kunst, sie hat ein Abitur, sie hat dunkelblonde Haare, so ungefähr. Also mir ähnlich. Wobei man dann natürlich nicht weiß, was wirklich am Ende rauskommt. Und ob das auch alles wirklich so stimmt. Aber egal. Gut. Und dann kam natürlich Corona. Und dann saßen wir irgendwann erstmal auf dem Trockenen. Er hat sich nicht getraut, mir Geld zu überweisen, was ich dann der Kinderwunschklinik überweisen konnte, weil wir nicht wussten, ob wir, keine Ahnung, überhaupt einreisen könnten, ob die Klinik pleite macht durch Corona oder sonst was. Aber irgendwie hat sich das dann alles im Mai oder so, nachdem wir im Januar letzten Jahres die Kinderwunschklinik kontaktiert hatten, im Mai oder so, hat sich das dann alles aufgelöst. Und so lief es dann so, dass von der Spenderin, glaube ich, 5 Eier punktiert wurden, also entnommen wurden. Sie wurden stimuliert und dann eben die Eizellen entnommen. Und die sind dann alle befruchtet worden, die 5. Und davon haben sich 2 dann weiterentwickelt. Also wir hatten 2 in der Petrischale sich weiterentwickelte gute Embryonen, die dann eben auch wieder eingefroren wurden, weil Folgendes war, meine Regel blieb dann aus. Ich habe vorher, in den paar Monaten vorher schon gemerkt, dass ich Hitzewallungen bekomme, habe erst ewig gebraucht, das einzuordnen, aber ich nehme wirklich an, dass ich an dem Punkt bin, dass ich einfach auch nicht mehr fruchtbar bin. Ich habe dann nichtsdestotrotz, weil ich ja sowieso Medikamente auch nehmen soll, um mich auf eine Befruchtung vorzubereiten, habe ich meinen Zyklus selbstständig wieder angespissen mit der Einnahme von Östrogen und Progesteron. Und so kam dann meine Regel auch wieder und ich konnte einen Termin vereinbaren in Prag zum Einsetzen eines Embryo. Ich wollte auf gar keinen Fall Zwillinge bekommen, weil ich ja alleine bin quasi. Also haben wir die Eizellen jeweils einzeln eingefroren, sodass wir dann quasi 2 Versuche hatten, um den Embryo dann in meine Gebärmutter zu transferieren. So, und ihr habt letzten Sommer, im August war das, ein Video von mir gesehen, wo ich 2 Tage in Prag war, wo ich halt auch gefilmt habe, was ich esse. Das war der erste Versuch. Der hat nicht geklappt. Der hat nicht geklappt und wir hatten dann noch einen zweiten
eine zweite befruchtete Eizelle da und somit bin ich dann einen Monat später im September nochmal nach Prag gefahren. Und was im August noch echt unkompliziert war, war im September schon wesentlich schwerer, wieder aufgrund der Corona-Lage. Denn im August war in Prag absolut null Corona, alle konnten ohne Maske rumlaufen, es war ganz wunderbar, man hatte das Gefühl, es ist alles normal, so wie immer. Im September war schon ein Großteil der Flüge nach Prag gestrichen, sodass ich mit der Bahn fahren musste, was sowohl für Hinweg als auch Rückweg einen ganzen Tag gedauert hat. Also ich bin von Köln nach Nürnberg und von Nürnberg dann mit dem Bus nach Prag, bin wieder im selben Hotel abgestiegen, wo ich vorher auch schon war. Das war dann zufälligerweise, so stellte sich im Nachhinein raus, auch dann der Tag, wo ganz Tschechien zum Risikogebiet erklärt wurde, sodass ich, als ich dann am nächsten Tag zurückkam, auch einen Corona-Abstrich machen musste, der Gott sei Dank negativ war. Aber bei dem Transfer mit dem letzten Ei, was wir noch hatten, hat es dann geklappt. Der einzige Unterschied zwischen dem Versuch im August und dem Versuch im September war, dass wir bei dem Septemberversuch auch noch Embryo-Glue benutzt haben. Das ist etwas, was vielleicht hilft, dass die Eizelle sich auch einnistet. Also Embryo-Glue bedeutet so viel wie Klebstoff. Klebstoff, den man an die Eizelle dran tut, dass man die schon direkt an die Gebärmutterschleimhaut andockt, damit die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, dass sie sich auch einnistet. Und es hat dann geklappt. Und 14 Tage später hatte ich dann einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Ich sehe gerade, das Video wird lang. Ich habe auch 5 Monate nichts erzählt. Hatte ich dann den positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Und das ist ein verdammt komisches Gefühl, wenn man 5 Jahre lang auf einen negativen Schwangerschaftstest gestartet hat. Jeden Monat wieder, 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 wieder. Man weiß gar nicht mehr, wie positive Schwangerschaftstests aussehen. Und ich war natürlich auch versucht, vorher zu testen und solche Sachen. Ich habe im August bei dem Versuch mit positiver Affirmation zu arbeiten und mit Visualisierung zu arbeiten und so weiter. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. War ich sehr frustriert und dann habe ich mir gedacht, okay, im September, ich denke einfach gar nicht daran. Ich lebe mein Leben ganz normal weiter, wie sonst auch, außer, dass ich sofort aufgehört habe, Kaffee zu trinken und Alkohol zu konsumieren. Direkt am Tag vor der Eizellspende habe ich noch leckeres tschechisches Bier getrunken und am Tag danach dann eben nicht mehr. Aber sonst habe ich so weitergelebt wie vorher auch und versucht, an nichts Mögliches zu denken und es das Schicksal entscheiden zu lassen. Und ja, das Schicksal hat dann entschieden, dass ich schwanger war, was ich dann halt im Oktober wusste. Und ich wollte es halt irgendwie dann noch niemandem sagen, weil halt erst 12 Wochen kann immer noch was schief gehen. Wahrscheinlichkeit ist, wie gesagt, 25%, dass die Schwangerschaft nicht hält. Das ist verdammt, verdammt, verdammt oft. Und ich glaube, unglaublich viele Frauen sehen sich damit sehr allein gelassen. Viele wissen es vorher auch nicht. Ich wusste es vor meiner Fehlgeburt auch nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. Und natürlich nimmt die Wahrscheinlichkeit für Fehlgeburten mit dem Alter auch zu. Aber in dem Fall ist das ja nicht mein Ei, sondern das einer 29-Jährigen. Und das ist natürlich, ist die Wahrscheinlichkeit schon mal eh größer. Zwischen der 7. und 10. Woche war es ganz schrecklich für mich. Denn das war die Zeit, wo mir, wenn ich was gerochen habe, übel war. Also es stank alles widerlich, besonders gesundes Essen. Gekochtes Gemüse war eklig, Hülsenfrüchte war eklig. Und ich wollte eigentlich nur Junkfood essen. Und das war auch gleichzeitig die Zeit, wo überall Weihnachtssüßigkeiten waren. Also habe ich irgendwie einerseits zu viel gegessen, Junkfood. Der Plan war ursprünglich, überhaupt keine leeren Kalorien zu konsumieren, denn jeder Nährstoff, den man während der Schwangerschaft essen kann, ist halt irgendwie sinnvoll. Das ging in der Zeit gar nicht. Alles Gesunde wollte ich nicht essen, fand ich eklig. Es lief dann darauf hinaus, dass ich irgendwann alles Ungesunde gekauft habe und einfach nur gelagert habe, was dann meine Gelüste tatsächlich ausgelöscht hat, quasi. Aber schlussendlich habe ich es ja trotzdem dann irgendwann gegessen, ne, im Verlauf der Monate danach. Diese Gelüste in der Schwangerschaft waren völlig andere Gelüste als die Gelüste, die ich habe, wenn ich Stress habe oder so. Völlig anders, viel stärker und viel unmittelbarer. Das musste sofort passieren, auf der Stelle musste ich die befriedigen. Rational ging da gar nichts gegen. Ich habe das darauf geschoben, dass das vielleicht mein Stammhirn ist, was irgendwie denkt, okay, je mehr Kalorien wir zu Hause haben oder essen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen harten Winter überleben. Deswegen hat es dann schlussendlich auch geklappt,
mit dem das Zeug einfach kaufen und einlagern, dass irgendwie mein Gehirn denkt, dann ist ja alles gut oder so. Also Gott sei Dank war das nach der 10. Woche vorbei. Aber was ich dann auch noch gemacht habe, weil ich ja weiß, wo ich meine Nährstoffe herkriege, wo ich meine in veganer Ernährung seltener vorkommende Nährstoffe herkriege, nämlich Eiweiß und auch Eisen und solche Sachen, nämlich aus Gemüse und Hülsenfrüchten, da habe ich dann Panik bekommen und Nahrungsergänzungsmittel gekauft. Ich habe dann Eisen gekauft, 15 Milligramm, und ich habe nochmal ein Eiweißpulver gekauft. Und über Nahrungsergänzungsmittel mache ich wahrscheinlich nochmal ein eigenes Video, was ich denn tatsächlich genommen habe und wann. Jedenfalls, Gott sei Dank, war das nach der 10. Woche vorbei. Und dann konnte ich wieder normal essen. Außer, dass ich dann doch nicht normal essen konnte, denn ich hatte in meinem Bauch nicht mehr so viel Platz wie vorher. Meine Verdauung hat sich gravierend verlangsamt, was vorher reibungslos funktionierte bei einer fettarmen, vollwertigen pflanzlichen Ernährung, funktionierte dann nicht mehr. Der Stuhlgang wurde genauso beschissen wie bei anderen Leuten es normal ist, nehme ich mal an. Also viel härter und beschwerlicher. Es flutschte einfach alles nicht mehr so richtig raus, trotz derselben Menge Ballaststoffe, wie ich vorher gegessen habe. Ich habe im Zuge dessen, dass ich zwar mehr Kalorien essen muss, im zweiten Trimenon 750 Kalorien mehr, im dritten dann 500 Kalorien mehr, aber weniger Platz in meinem Bauch habe, mehr Nüsse integriert und Saaten und auch Trockenfrüchte. Aber halt, das Gesetz ist immer noch, möglichst keine leeren Kalorien konsumieren, und das geht ganz gut. Also danach hatte ich überhaupt keine Gelüste mehr. Und meine Gewichtszunahme ist völlig im Rahmen geblieben. Ich kann absolut nicht nachvollziehen, wie Frauen, obwohl sie mehr Kalorien brauchen in der Schwangerschaft, dann auch noch zunehmen können. Aber mir hat das gestern eine Kursteilnehmerin erzählt, die drei Kinder hat, und sie hat bei jedem der drei Kinder 20 Kilo zugenommen. Maximal sollten es 12 bis 15 sein. Eigentlich pro jedem Schwangerschaftsmonat ungefähr 1 Kilo. Dann ist man so im Rahmen. Und sie hat gesagt, sie hat halt nur Mist gegessen. Das war, die Schwangerschaft war die Ausrede dafür, nur Mist zu essen. Bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich denke, ich will das Kind ja mit Nährstoffen versorgen, ne? Und nicht mit leeren Kalorien. Also es geht weiter in die Richtung, dass ich denke, okay, möglichst Sachen, wo auch Nährstoffe drin sind. Es dürfen auch Kalorien drin sein, aber Nährstoffe sollen auch drin sein. Und ich nehme mal an, dass das in den nächsten 19 Wochen halt irgendwie noch schlimmer wird mit Kalorien und Nährstoffe. Mal gucken. Das ist auch der Grund, warum ich kein Was ich an einem Tag esse Video gemacht habe. Zum einen in der Gelüstephase von der 7. bis zur 10. Woche ging das sowieso nicht, weil da war ich ein beschissenes Vorbild. Einfach mal so. Also das ist medizinisch absolut nicht zu vertreten, dass man sich so ernährt. Ich habe mich zwar kein einziges Mal übergeben, aber es war halt, es stank alles widerwärtig. Alles. Was ich essen konnte, war halt Süßkram, Obst, Kartoffeln, Salat, rohes Gemüse ging dann auch. Und ein bisschen Hülsenfrüchte zu Kartoffeln und Salat und sowas. Aber es war furchtbar. Kam ich überhaupt gar nicht mit klar. Naja, also konnte ich auch kein Was ich an einem Tag esse Video drehen. Ich werde aber jetzt im Verlauf dieser veganen Schwangerschaftsgeschichte, was zufällig passierte, also es war wirklich totaler Zufall, das war kein Plan von mir, ja doch irgendwie schon, so ab dem jetzigen Zeitraum über vegane Schwangerschaft zu reden, aber es war halt auch wirklich präsent im Ärzteblatt. Und deswegen habe ich dann nochmal einen Arschtritt mehr bekommen, durch das Ärzteblatt wirklich das zu thematisieren und da auch nicht nur meine persönliche Meinung eben zur Schau zu tragen, sondern auch das, was Fachgesellschaften empfehlen und solche Sachen. Naja, ja, und dann. Danach, genau, dann habe ich meine Ernährung quasi mit Trockenfrüchten und Nüssen angereichert. Und jetzt geht es mir super. Nachdem die 10. Woche vorbei war, war alles super. Das Geschlecht konnte meine Gynäkologin noch nicht erkennen. Termin ist 14. Juni. In Mutterschutz gehe ich ab Mai. Bis dahin arbeite ich noch im Gesundheitsamt, was sowieso öffentlicher Dienst ist, also der Staat, die haben das erfunden mit dem Mutterschutz, deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen. Und zum anderen ist der Job beim Gesundheitsamt ja aufgrund von Corona eh befristet. Wenn nämlich im Juni die Bundesregierung ausrufen sollte, dass die Corona-Pandemie jetzt für beendet erklärt ist, dann wäre auch der Job weg. Also so, das ist ein Job, wo sich beide Seiten
den Austritt offen halten können. Von daher habe ich dann kein schlechtes Gewissen. Und diesen Job mache ich dann jetzt noch 3 Monate, bis ich dann in Mutterschutz gehe. Und dann schauen wir mal weiter. Im Zuge dessen habe ich mich wieder mehr mit Zero Waste beschäftigt. Auch weil diese ganze Windelproblematik natürlich dann auch, muss man auch drüber nachdenken. Und natürlich auch irgendwie ein bisschen mit Kindern. Was man da so beachten muss. Ich habe ein bisschen gestrickt, weil irgendwie muss man den Lockdown ja nutzen. Ja, und das ist das. Also ich glaube, ich habe dann jetzt ungefähr die letzten 5 Monate diesbezüglich gut zusammengefasst. Es wird in Zukunft hier weitergehen mit dieser kritischen Nährstoffe-Reihe in der veganen Schwangerschaft. Auch mit, was ich als vegane, schwangere Ärztin an einem Tag esse, wird es weitergehen, auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich denn dann genommen habe und nicht durch Ernährung aufgenommen habe. Und dann mal gucken. Aber jetzt wisst ihr auch Bescheid, jetzt brauche ich kein schlechtes Gewissen mehr haben, dass ich was verheimliche, weil das überhaupt gar nicht meine Art ist. Ich bin immer so ultra transparent. Und das war's. Wer keins meiner Videos verpassen will, der kann mich natürlich gerne abonnieren. Ich habe auch einen Newsletter, den ich einmal die Woche rausschicke, wo vegane Rezepte drin sind, also gesunde vegane Rezepte ohne leere Kalorien, die man auch in der Schwangerschaft essen kann. Zum Beispiel kann man abonnieren unter www.silke-rosenbusch.de/newsletter. Und ich sage ciao bis Freitag zum Thema, wie entsteht eigentlich die nicht-alkoholische Fettleber? Auch ein schönes Thema. Das war's. Ich sag ciao, bis Freitag. Eure Silke.